Einen wunderschönen Willkommen zu zur heutigen Runde, zum heutigen Abend. Und zwar wollen wir heute ein neues Spiel anfangen, zumindest erstmal anschauen. Ich starte es mal schon mal. Anfangen und anschauen und vielleicht spielen wir es auch weiter, wir werden es sehen. Und zwar spielen wir heute Kona. Kona, ja, das ist, ja, wie soll man es beschreiben? Ach, wir werden es erleben, was Kona ist. Und ich muss das, weil ich das erste Mal starte, ich muss es doch einstellen, alles. So, drücken Sie zum Fortfahren. So, ich gehe erstmal in die Optionen. Das allererste, was ich sehe, ist nämlich, dass ich wo haben wir es denn? Detailgrad, dynamische Blätter. Haben wir das überhaupt? Hier, das da muss ich abschalten. Tut mir leid, also Korn muss immer aus und es ist laut. So, und Auflösung stellen wir mal noch zähletypisch ein hier. So, ich mache es mal übernehmen. Ja. So, das, der Korn ist weg. Das können wir, glaube ich, hochdrücken. Wenn es nicht klappt, müssen wir es runterstellen. Tiefenunschärfe, das können wir eigentlich erlassen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist Korn, weil das ist für die Aufnahme und für den Stream ist das wirklich tödlich. So, das können wir hochsetzen. Ja. Spezialeffekte gibt es auch ultra. Alles rein, was geht. Alles rein, was geht. Geht das hier noch höher? Nein. So. Ja. So, dann gehen wir erstmal hier ins Audio. Und. Dann müssen wir aber schauen, wie das dann nachher wirkt, ne, mit dem Rest. Untertitel sind aktiv, Sprache, Texte, Deutsch. Sprachausgabe haben wir natürlich keine deutsche. Da gibt es Französisch und Englisch. Wir lassen Englisch, ne. Erzählerhäufigkeit, alles abspielen, ist in Ordnung. So, was haben wir hier noch? Steuerung. Kameraempfindlichkeit, Kasten. Fadenkreuz. Brauchen wir ein Fadenkreuz? Ich glaube nicht. Brauchen wir nicht. Automatische Speicherung, das sollte eigentlich auch alles passen. So, war hier noch irgendwas? Nö. Erzählerhäufigkeit. Ich suche noch eine Stelle, es gibt oder soll hier geben, nee, hier ist nichts weiter. Es soll hier die Möglichkeit geben, dass man halt überfallen wird. Das, also hier, ne, es ist eine Art so Mini-Survival, was hier stattfinden soll. Und man kann es aber abschalten in Optionen, dass man sich mehr auf die Story konzentriert oder man kann es später abschalten. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man es jetzt noch gar nicht abschalten. Gucken wir mal. Und zurück. Wir starten einfach mal. Ein neues Spiel. Und lädt. Und es lebt noch. Jetzt, gleich. Nord-Quebec, Oktober 1970. Paul Foubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Oh, wir können selber fahren? Wow. Wenn wir hier auf den Schienen stehen bleiben, ist das gut oder schlecht? Ich bleib mal nicht stehen, so. They had set up to meet at the general store. His client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Das ist schön. Kann man irgendwo anders hinfahren? Nee. Warte mal, wir sind gleich da. Aber ich merke gerade, warte mal, das ist das, was ich meinte. Ich werde mal hier. Audio-Option, Audio-Option, ne? Wir werden mal die Gesamtlautstärke ein bisschen. Das ist nicht Musiklautstärke, was der gerade hat. Okay. Ist recht laut, oder?
das könnte jetzt klappen. So, was haben wir hier noch? Steuerungsoption, das ist klar. Grafikoption. Hauptmenü. Checkpoint laden? Nee, das will ich nicht. Karte, Notizbuch, Ausrüstung, Verbrauchsgüter, Inventar. Okay. Kommt später. When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Okay, es sieht ja cool aus. Können wir den mitnehmen, den Stein? Nein. Aber wir können da rein weiße Punkte zeigen, dass Hamilton wir was... Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Okay, hier hat jemand Strom abgezwackt. Ich guck mal hier. Warte mal, hier ist ein Telefon sogar. Können wir hier... Nee, wir können hier... Wir sind zu dick. Wir kommen da nicht rum. Ah, okay. E-Taste. Siehst du, apropos Steuerung. Ah, guck mal, jetzt haben wir komischerweise Notizbuch. Carl, ever diligent in his work. Always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Okay. Oh, das ist ja schön. Ein Fall von Vandalismus. Erklären wir mal einfach mal, was hier los ist. Ne? Hamilton, Sohn eines reichen Bankiers aus Chicago, erlebte seinen ganz eigenen Goldrausch im Norden von Quebec, wo er eine Kupfermine betreibt und das Vermögen seiner Familie vergrößert. Man kann nicht reich werden oder anderen Menschen auf die Füße zu treten. Das ist das Lebensmotto von Hamilton und mit der Ausweitung seiner Kupfermine hat er sich sicherlich keine neuen Freunde gemacht. Hamilton beschuldigt die Cree. Die Cree? Wer sind die Cree? Wahrscheinlich die Einwohner, oder? Seine Besitztümer anzugreifen, vor allem sein luxuriöses Jagdhaus im Norden von Chibougamau. Auch das dürfte nicht besonders gut bei der örtlichen Bevölkerung ankommen. Die Cree sind wahrlich nicht gut auf ihn zu sprechen. Seine Minen stören womöglich den großen Geist. Okay, das sind Eingeborene, okay. Dieser Fall von Vandalismus ist wie geschaffen für mich, denn da muss ein Profi ran. Ich treffe mich mit Hamilton bei seinem Gemischtwarenladen, 1553, einer Rang. Ich glaube, es ist ein Übersetzungsthema, ne? So, wir können auch noch... Wow, das ist schön. Fragezeichen. So, und hier oben können wir dann immer wieder ins Index zurück. Was haben wir hier? Person. Aha, Karl, das sind wir. Männlich, Montreal, 42. Ey, das passt, das ist mein Alter. Ey, der sieht ja fast aus wie ich. Das bin ich. Ich bin Privatdetektiv. Damit und mit meinem Veteranengeld für meine Zeit in Korea komme ich gut über die Runden. Für gewöhnlich werde ich angeheuert, um untreue Ehemänner zu verfolgen, aber Scheidungen sind teuer und deswegen gehen die Aufträge in dem Bereich immer weiter zurück. William Hamilton hat mich angeheuert. Er hat mich mit einem Scheck und vielen Versprechungen überzeugt. Zudem wollte ich endlich raus aus Montreal. Und der, was steht da? Moment. Der Atapixee. Ja. Der Atem... Tamipik-See ist eine gute Gelegenheit dafür. Wenn man weg will, sollte man solche Chancen nutzen. So, und das ist unser Klient, William Hamilton, Chicago-Geschäftsmann. Ein reicher Industrieller, der von vielen geliebt, von vielen aber auch gehasst wird. Er will, dass alles, was in der Manhattan-Region noch nicht ihm gehört, letztlich ihm gehört. Hamilton hat sich immer wieder über Anfeindungen und Angriffe beklagt. Mal seien es die Leute von Atamepique-See, ich werde es immer wieder falsch aussprechen, ja? Mal die Cree. Manch einer will sagen, dass er das auch verdient. Wenn man die Menschen schon ausbeutet, sollte man sie ansonsten wenigstens in Ruhe lassen. C, nächster Bereich. Ach so, damit kann man vor- und zurückblättern. Bilder. Bilder haben wir nicht. Und wir haben Füße. Und wir haben Körper. So, aber ich merke gerade, die Maus ist sehr schnell. Ach, guck mal, wir können jederzeit speichern. So, also Steuerung, Option. Mausglättung. Ach so, das wird das hier sein, ne? Warte mal. Mal gucken. Ja, mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich kann zwar die DPI-Geschwindigkeit hier runterstellen, aber ich weiß nicht, ob das ist hier... Wow, ne? Und das sollte gerade so gehen. Wobei, warte mal, ich schalte mal die Mausglättung ab. So. Achso, und was haben wir hier?
Nach vorne, okay. Springen können wir auch, rennen auch, ducken. Okay, Notizbuch, Taschenlampe haben wir F, okay. Schnelltaste 1, 2, 3, 4. Das sieht erstmal okay aus. Verbrauchsgüter. Zigaretten, 5 Stück. Können wir auf den Controller packen, habe ich jetzt nicht. Ach, hier gibt es Einflüsse. Gesundheit, Wärme wahrscheinlich und oben Kopf und so, ne? So, was haben wir denn hier? Quartier Routier. Deswegen ist es auch ein Französischer. Sehr schön. So, Manastan. Es wird fantastisch. Oh, haben wir wieder zurückgelegt? Flugblatt lesen. Ach so. Hallo? Hamilton, no doubt, knew who managed the barrier. Carl so, wanted besetzt. To give him a call, but that would have been too easy, though, as sure enough, the line was acting up. Es ist besetzt. So, vielleicht sollten wir mal von oben herab gucken, oder? Oh, was ist das hier? Ich dachte, das ist Stacheldraht, aber es sind nur, ne? Hallo? Ist aber auch echt keiner. Hm. Muss das so? Oh. Hat jemand kaputt gebrochen? Oi, sehr schön. Anzünder haben wir. Da ist auch noch Werkzeug drin. Okay. Aber damit können wir die Absperrung kaputt machen. Hm, was habe ich immer gesagt? Speichern hilft, ne? So. Mhm. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Okay. Dann fahren wir weiter. Der Klient wartet. Darf ich wieder selber fahren? Jawohl. Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests. Not too far from here. Mal kurz, haben wir denn... Ah, guck mal, das ist die Effektlautstärke. Dann können wir das auch hier wieder ein bisschen hochdrehen, damit wir den Sprecher besser hören. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Warum sollte ich denn ausschalten? Ach, ich kann die Musik ausschalten, ne? Kann ich hier nicht rüber? Nee, er bleibt stehen. Ach, schade, ich wollte deinen Acker fahren. Also ich kann ja wirklich nur die Straße lang fahren. Aber irgendwie ist das Auto zu klein für mich. Was steht denn da auf dem... Hier sind wieder diese Einkerbung an der Seite. Warum? Hamilton had recently acquired a few local businesses. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Ich kann ja nicht aussteigen. Now wasn't a good time to wander about. Warum nicht? Ich wollte mir den Müll angucken. Was still out there. Ich wollte mir doch den Müll angucken. Na gut. Oh, da ist eine Brücke. Oh, mein Radio geht nicht mehr. Und windig wird's. Guck mal, wie die Leitungen wackeln.
Was ist jetzt los? Eieiei. Hallo? Ein paar Stunden später. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Was war das für ein Geräusch? Vor allem dieser rapide Wintereinbruch hier, ja? Kona. Kona. Komm, Karl. Wir gucken erstmal, was mit dem Auto hier drüben los ist. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Fotografie, Isabel. Oh, okay. Können wir das drehen? Nee, wir können nur zoomen. Ist noch irgendwas drin? Vielleicht im Kofferraum? Scratches did not stop Carl. His mother would be so proud. da ist ein... Oh. Den Rest kriegen wir nicht auf, oder? Doch. Mit einem Erste-Hilfe-Kasten können Karls Wunden verarztet werden. Oh, ist doch it also was Survival. So cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Eieiei. So, warte mal. Wie komme ich da hin? Mit so, ne? Ausrüstung. Wir haben eine Kamera, eine Karte, Notizbuch, eine Taschenlampe. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte Verbrauchsgüter. Was? Achso, das ist Gewicht hier unten. So, wenn ich das jetzt benutze. Okay, this deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the. Ablegen? Ah. His life depended on it. Ich habe mich doch schon verarztet gerade eben. Oh, was ist denn hier los? Ketten montieren? Ich habe keine Ketten. Wo sind meine Ketten? Aber ich habe mich doch schon verarztet. Was? Unter Stress zielt Karl schlechter und sprintet kürzere Strecken. Wie zielt? Und wie kann ich mich denn aufwärmen? Ich habe keine Ketten. Wo muss ich denn hin? Hast du was zum Verbrennen? Ist hier was zum Verbrennen? Hier ist doch Holz, oder? Eieieiei. Ich glaube nicht, dass ich hier langlaufen muss, oder? The cold was burning Carl. Oh, doch. He would not hold up much longer. He had to warm himself. So, warte mal kurz, wie komme ich denn hier schneller in dieses Inforad? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Vertikal, bop. Inventar ist I. Ist ein bisschen weit weg. Habe ich irgendwas auf Tab zu legen? Zielen. Okay. Weil ich komme nur über Escape auf diesen Menüpunkt, ne? Aber ich könnte ja mal, ich habe ja hier nichts auf den Tasten drauf. Was wäre denn, wenn ich, mal gucken, ob das geht. Dann wäre das ein bisschen, vielleicht habe ich es auch noch gar nicht richtig benutzt hier. Verbrauchsgüter? Doch. Dafür ist ein Schlüssel notwendig, okay. Wir gehen erstmal hier rein. Wärmequellen. Haben wir. Ein Holz. Noch ein Holz. Noch ein Holz. 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 Okay, Inventar ist voll. Da ist ein... Ja, ich gehe schon rein. Uiuiui, zu die Tür. Lampe an. Nochmal ein Anzünder. Oh, ich glaube, hier ist nicht gut. Oh, ja, ich mache ja Feuer machen. Okay, also wir müssen versuchen zu überleben. Streichhölzer haben wir. Was sagt unser Notizbuch? Der Unfall. Ein Unfall, so ein heftiges Erlebnis habe ich seit Korea nicht mehr gehabt.
Wer war da am Steuer des anderen Fahrzeugs? Wer auch immer es war, er hat nicht die geringste Chance, wenn er zu Fuß weitermachen will. Und warum hat er es überhaupt so eilig? Da fehlt irgendwas. An Info wahrscheinlich. Ein verschlossener Kasten. Wäre es falsch, einen Blick hineinzuwerfen? Bestimmt würde ich einen Hinweis darauf finden, wer der rücksichtslose Fahrer war. Aber dafür muss ich zuerst den passenden Schlüssel finden. Okay, so können wir hin und her blättern. Der Unfall der Zweite, ein eisiges Geheim. Ah, wir sehen schon vorher, was hier Phase ist. Und hier müsste noch eine Person auftauchen eigentlich. Ein Foto müssten wir eigentlich schon haben. Haben wir aber nicht. Okay, hier ist eine... Warum laufe ich so langsam? Weil ich voll bin, richtig? Was sagt mein Inventar? Das sind die Verbrauchsgüter, das ist egal. Inventar sagt übervoll. Eieieiei. Polaroid-Filme. So kann ich hier... So. Ich kann nicht schnell laufen, warum nicht? Ach so, vielleicht sollte ich aufstehen. Da haben wir Papier. Ration. Aber hier ist nichts, was wir mitnehmen können. Aber ich nehme mal erstmal das Holz hier mit. So. Ich weiß gar nicht, wie lange das Feuer brennt. Brennt das jetzt immer? Oh, hier ist eine Kette, die können wir mitnehmen. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. So, wir haben eine Schneekette. Hier ist sowieso nur ein Ort zum Umdrehen, wie es aussieht. So, dann montieren wir das mal hier. Wir montieren jetzt ja da. Sehr gut. Haben wir es dran? Jawohl. Carl's military training had made him a very punctual man. Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Ey, du hattest gerade einen Unfall, da machst du dir Gedanken über die Now Pünktlichkeit? Wasn't a good time to wander about. Okay. Hamilton was still out there. Achso, warte mal. Halt! Fahr zurück. Ich will nochmal hier unten hinfahren. Da lang. Mal gucken, ob ich es kann. Okay, Musik geht wieder. Okay, ist wirklich nichts weiter. Oh, ich war hier nicht. Kann ich... Carl's military training had made him warum war ich nicht da unten? Man. Oh, bin ich meeting with Hamilton was out of the question. Und ich komme hier nicht mehr raus. Ey, man sieht hier echt nichts, hä? Wow. Was ist das für ein Sturm? Wo kommt der auf einmal her? Okay, Manastan-Region. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow and undefiled lakes. The Manastan region was no tourist. Hier waren Briefkasten. It was said to have been populated for millennia by Cree people and ever since the industrial era by the metal mining industry. Hier auch. Oh, hier wohnen Leute. Sind wir eigentlich richtig? Warte mal. Da lang? Das wär's ja. Oh. Was passiert jetzt? Ich hab einen Lade. Der hat eine Region geladen, hä? Carl was dying to stretch his legs, but he had to stay focused on the task at hand. Ach so. Das heißt, wir können hier später wahrscheinlich lang, hä?
durch die Ortschaft. Wenn ich mir vorstelle, ja, du wohnst hier so weit draußen und dann im Schneesturm, du kommst hier nirgendwo hin, du musst hoffen, dass oben die Stromleitung hält, ne? Und nicht kaputt geht. Oh, die Musik ist schön. Was? Das wird ja mal besser. Oh, was sind das für Ladepausen? Das ist aber nicht so geplant, dass man hier schnell durchfährt, hä? Okay, ich bin, glaube ich, irgendwo angekommen. Rendezvous. Erreiche den General Store, ne? Den Gemischtwarenladen. Können wir tanken? Hier. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Mhm. Lass mich raten, da wird doch keiner da sein. Wie ist denn jetzt eigentlich das allgemeine Befinden? Das Gehirn sinkt, okay. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. A milkman had aber to drive by mitnehmen, every week Milch. To fill the bottles. Ich geh mal hier the fresh gucken. Milk indicated a recent visit. Guck mal, hier ist ein Klo. Und hier ist ein irgendein größeres Tier langgelaufen. Ein abschließbares Klo. Hier ist ein größeres. Guck mal hier. Carl was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this? As if an iceberg came out of the ground? That was a first. So, wie benutze ich das jetzt hier? Ach so. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Wölfe. So, kann ich die wegpacken? Ja, mit Tab. Was haben die hier gesucht? Das sind dann Wolfsspuren. Oh, was ist das? Weggeworfenes Blatt Papier. Jeder soll wissen, dass du nicht weiter als ein Dieb, ein Räuber, ein Bandit, eine Schlange, ein Blutsauger, ein Monster bist. Hamilton steht da, ne? Und was elle dir französisch ist. Okay, das ist schlecht für mich, aber. Okay. Oh, nicht, dass ich mich hier vor den Wölfen erwehren muss. So, wie sieht's aus? Kalt. Ich hoffe, ich finde genügend Klamotten, dass mir dann nicht mehr kalt ist. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Okay, hier ist alles zu. So, mal gucken, ob wir in den Laden reinkommen hier. Oh, warte mal. Aufschließen und hier ist öffnen. Something fell to the bottom of the box. Mist. Oh. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Da ist ein Handabdruck auf der Brust drauf, ne? Vielleicht sein eigener. Ich mache erstmal die Tür zu ihr. Muss ja nicht jeder sehen, dass ich neben einer Leiche stehe. So. So ist gut, ne? So, was haben wir da noch? Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Okay. Und was ist da jetzt hier drin? Warte mal. Nee, die Kamera wollte ich jetzt nicht. Was ist denn da jetzt hier drin? Und da Briefentwurf, Umschlag. What could be inside that envelope?
Ach so. Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. Box for the Canadian Secret Service. So, hier wahrscheinlich nichts. Komme ich hier irgendwie über die Leiche rüber? Nein. Hier war jemand rauchen. Kona Cola. An explosion suddenly occurred outside. Na toll. Eine kaputte Uhr, wie nett. Toll. Toll. Ach, wie ist die Musik, Alter? Okay. Da ist ein Sunny-Kasten. Können wir den mitnehmen? Jawohl. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe einen Kratzen im Hals. Und wenn man einen Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir einen Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider musste dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben, außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er jetzt Ihnen. Hochachtungsvoll, Ihr treuer Angestellter, Jill. Naja, er hat sich alles eingeklabbert hier, ne? The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Da ist ein Schlüssel. Der Briefkastenschlüssel. Wir machen wieder zu hier. Nicht, dass da einer irgendwas klaut, ne? So, was könnte denn hier draußen explodiert sein? So, hier hinten war noch irgendwas zum Angucken. Was für ein Durcheinander, okay. Und hier? Nein, danke, davon hatte ich genug in Korea. Hier ist eine Karte, das brauche ich doch bestimmt. Streichhölzer. Wobei, das sind Anzünder, das sind keine Streichhölzer, ne? Spachtel, Schraubenschlüssel. Ah, wir sind hier. Hier haben wir einen Hauptschalter. Strom ausgeschaltet. So, was haben wir denn hier? The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Ist das jetzt ein? So, jetzt muss ich den Generator draußen fixen, aber dazu brauche ich noch Krams, ne? Eine Sekretärin wäre hier Gold wert. Oh, die Tür ist zugegangen. Zum Öffnen der Kasse. Preis hingehen, mindestens zwei Ziffern, Sell-Taste drücken, Kurbel zweimal drehen, auf das Gerät schlagen, wenn es sich nicht öffnet. Okay, das haben wir aus Versehen schon gelöst. Hier haben wir nochmal das gleiche Flugblatt, ne? Prospektseite 2, Manistan, der Klondike von Quebec. Was heißt das mit dem Auge? Sichtbar, nicht sichtbar, oder? Schließfächer. Der Laden dient doch als Postfiliale für die Leute hier. Ist da irgendwo was drin? Nö. Okay, dann versuchen wir mal. Nee, geht ja nicht. Ich muss irgendwie reparieren. Ich gucke erst mal draußen, was explodiert ist. Und warte mal, die Heizung ist hier an. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Okay. Oh, ist das hell. Wenigstens läuft der Motor noch. Geht nicht. Ah, warte mal, wir haben ja einen Schlüssel hier für das Ding hier vorne, ne? Ui. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted.
and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Brief von Hamilton. Als ein Untertan Ihrer Majestät und Mitglied der Freien Wirtschaftskammer der Welt habe ich die Pflicht, das Folgende den zuständigen Behörden mitzuteilen. Schlimme Dinge gehen hier vor sich. Ich muss mich kurz fassen, aber ich bitte mein Land um sofortige Hilfe, denn ich glaube, die freie Welt ist in Gefahr. Ein Mitglied meiner Gemeinde, der Ehrenwerte... Ja? Der Ehrenwerte was? Dann gucken wir mal. Der Unfall ist nicht weiter geklärt, ne? So, der Kastner hat Brisantes offenbart. Hamilton wollte die Machenschaften von Gegnern der Demokratie aufdecken. Ich muss noch herausfinden, wie diese Nachricht dem Doktor in die Hände gefallen ist. Welchem Doktor? Der rücksichtslose Fahrer war definitiv jemand, der vom Ort seines Verbrechens geflohen ist, mit dem Blut von Hamilton an den Händen. Ein Wahnsinn. Okay, also haben wir schon mal das hier. Ein riesiges, nee, ein eisiges Geheimnis. Wo kommt nur der ganze Schnee her? Es heißt zwar, der Herbst sei schwierig vorherzusagen, aber das ist nicht mehr feierlich. Ich habe heute sehr merkwürdiges Eis gesehen, das von innen heraus zu leuchten schien. So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich kenne keinen chemischen Prozess, der unsichtbare Abdrücke auf einer Fotografie sichtbar macht. Ich muss sagen, das Ganze wirkt übersinnlich. Spuren von einem Rentier. Haben wir hier noch irgendwas schon? Hier. Mord an Hamilton. Mein Klient ist tot. Es läuft alles aus dem Ruder. Mein Glück halt. Ein aufgerissener Umschlag adressiert an die Geheimdienst, wenn ich mich nicht irre. Ist es wirklich die allerbeste Idee, die Tatwaffe loszuwerden, indem man sie in den Briefkasten steckt? Höchstwahrscheinlich befinden sich keine Fingerabdrücke darauf, aber das Gesicht des Postboten hätte ich gern gesehen, wenn er das Ding gefunden hätte. Ein weiterer Umschlag adressiert an Vaughn vom Geheimdienst. Da befindet sich ein Schlüssel. Der Mörder hat wohl nichts davon gewusst, sonst hätte er ihn eingesteckt. Das heißt, ich bin dem Täter einen Schritt voraus. Hypothese über die Geschehnisse. Ich kann die ganzen Ereignisse nachvollziehen. Hamilton will einen sehr vertraulichen, verräterischen Brief an den Geheimdienst in Ottawa schicken. Er hat vor, den Brief in einen verschlossenen Kasten zu versenden. Den Schlüssel zu dem Kasten will er separat verschicken. Das ist zwar mühsam, aber er will so vorsichtig wie möglich sein. Dabei wird er jedoch gestört. Er verstaut alles und schickt den Schlüssel ab. Der Kasten landet allerdings beim Mörder. Wenn es eine Morddrohung gibt und die bedrohte Person am Ende tot aufgefunden wird, könnte man sagen, dass sich der Fall von selbst gelöst hat. Schade nur, dass die Drohung nicht unterschrieben ist. Halt, da war noch was. Jills Lachans ist zum Doktor gegangen. Jetzt muss ich wissen, ob der Doktor Jills gesehen hat. Ich weiß ganz genau, wie meine makellose Untersuchung abzulaufen hat. So, haben wir hier schon Charaktere? Bilder haben wir auch nicht. Okay. Wir haben jetzt noch einen zweiten Schlüssel bekommen, ne? Wir haben jetzt irgendwie Tappes nur die aktuelle Sache wieder einstecken und nehmen. Ausrüstung. Das ist unsere Ausrüstung. Okay. Dann haben wir hier Verbrauchsgüter nicht. Inventar. Da ist der Schlüssel auch nicht. Wo ist der Schlüssel? Den Schlüssel haben wir einfach so, richtig? So. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ja. Ich gehe ja schon rein. Beruhigt sich das wieder, wenn ich hier drinnen bin? Scheinbar nicht. So, wir brauchen noch, um draußen den Generator zu reparieren, brauchen wir noch Güter. Die Frage ist nur... Nee, steigt nicht, ne? Die Wärmegeschichte wird aber auch nicht niedriger. So, wir brauchen noch irgendwelche Verbrauchsgüter. Aber eigentlich wären wir genau in dem richtigen Laden, die zu finden. Cornflakes. Wir müssten hier nur... Das ist bloß die Leiter. Ja, aber binden. Aber binden nützt uns nichts. Hier, warte mal. Hier sind doch Schubfächer. Ach, süßte. Habe ich gar nicht gesehen vorher. Werkstattschlüssel. Sehr schön. Noch ein Dokument. Louis Blair. It seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Okay, die hatten Schulden, also die haben hier anschreiben lassen. Es sieht aber nicht viel aus, hier 1,12 und 6,25 und so. Eine kleine Schuldnerliste, ne, auf einen Zettel geschrieben.
Wäre jetzt aber nichts Dramatisches. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendein Grund gewesen wäre. Ah, hier haben wir das Tape, was wir suchen. Und hier haben wir was? Streichhölzer. Streichhölzer können wir immer gebrauchen. Okay, da sind Körner drin. So, das heißt, wir können jetzt hier draußen den Generator reparieren. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Okay, ich glaube, mit dem einen Schlüssel können wir hier was fixen. Ah, und ich glaube, hiermit können wir... Warte mal. Ah, mit den Stellen, die durften dauerhaft brennen, richtig? Damit können wir... Oh, cool, guck mal, das taut sogar der Schnee weg. Das ist ja cool. So, das sieht super aus. Hier können wir uns immer wieder aufwärmen. Da ist nichts drin. Und auf die Tür. Sehr schön. Hier brauchen wir eine Zange oder so. Irgendwas knistert hier. Der sauberste Bereich hier. Mhm. Eisenbahn. Da ist eine Zange. Also das batteriebetriebene Radio geht noch. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Hier ist eine Hebebühne. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Da weiß ich auch schon, was wir da tun werden. So, ich glaube, hier ist auch nicht mehr drin, ne? Hier ist ein Motor, den können wir mitnehmen. Oh, so. Kurz aufwärmen. Sehr schön.